Centipede from Atari. It could change your life. Help! Somebody call an exterminator! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Kalle. Und wir sind hier heute bei einem richtig alten Klassiker. Und zwar sind wir hier bei Centipede. Ihr seht schon, 1980. Geile Zeit war das einfach. War das geil. Könnte man die Zeit zurückdrehen. Aber so bin ich hier, um euch daran zu erinnern. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Wir holen uns mal ein paar Credits. Und ab geht's. Das hier ist ein richtiger Klassiker, bei dem ich direkt sterbe. Also man muss die Raupe abschießen. Den Centipede, den Tausendfüßler. Und jedes Mal, wenn man ihn abschießt, seht ihr, dann wird da auch noch ein kleiner Pilz draus, an dem der Tausendfüßler nicht vorbei kann. Und das Ziel ist es halt, ihn zu erledigen, bevor er hier unten ankommt und uns erledigt. Hat nicht so gut geklappt. Zusätzlich müssen wir aufpassen natürlich, dass die Spinne uns auch nicht erwischt. Verdammt. Weg, du Spinne! Nein! Es sind doch noch zwei Spinnen! What the fuck? Warum? Verdammte Hacke! Und wir sind noch nicht mal nah an den Highscore gekommen. Wenn ihr übrigens auch Erinnerungen daran habt oder eine gute Taktik für Centipede,
Dann schreibt's doch in die Kommentare. Verdammt! Und wer jetzt schreibt über die Kommentare, eine gute Idee ist, schon mal nicht in die Spinne zu fahren. Da kann man nur auf den Tod warten, verdammt! Naja, aber wie gesagt, es ist halt ein richtiger Klassiker. Mitbegründer des Anfangs der Videospiele. Da kommt die Spinne direkt in einen rein, alles klar. Das ist ja wohl eine Kampfansage. Also das ist wirklich so wieder so typisch, ne? Also da geht's langsam ein bisschen unfair. Verdammt! So, noch ein Versuch. Nein, ich will nicht sterben! Schaffen wir noch nicht mal mehr den ersten Level. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, das Besondere an Sinto Piper einfach, dass es ja auch niemals denselben Level gab. Durch die Pilze, die immer wieder kommen, wenn man den abschießt, verändert sich ja auch immer wieder die Levelland und die Landschaft. Und ich glaube, genau das macht so ein bisschen den Reiz von Sinto Piper. Oh Gott. Aber ein bisschen unfair ist es schon. Manchmal. We'll be right back.
ist das eigentlich? Ein Gecko oder was kommt da oben? Ich habe ein extra Leben gekriegt. Ich habe ein extra Leben bekommen, Leute. Nein, 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 nein! Ja, ich habe doch geschossen, genau in dem Moment. Ja, aber ihr seht, man kann mit der Zeit besser werden in Sensen Pied. Oh, und ich darf mich sogar eintragen. Ich darf mich eintragen. Ziel erreicht, Leute. Ziel erreicht. Sogar Platz 1. Wow, euer Kalle hat es wieder geschafft. Ja, und wenn ihr auch Erinnerungen habt an Sensen Pied, dann schreibt es doch in die Kommentare. Und lasst mich wissen, welchen Highscore ihr vielleicht früher gemacht habt. Ob das eins eurer Lieblingsspiele war und ihr damit gar nichts anfangen könnt, schreibt's in die Kommentare. Euer Kalle freut sich. Ansonsten vergesst den Daumen nach oben nicht, die Glocke und den Abonnierknopf, wenn ihr sowas hier nicht mehr verpassen wollt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Kalles 80er Jahre Classics. Bis dahin, ciao, euer Kalle. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.